Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kickstarter und hier sind eure Gastgeber, die wollüstigen Zwillingsbrüder von Joko und Klaas, die Musen von Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die Mentoren von Stefan Raab, die Hitgiganten von Dieter Bohlen und die wahren Schlauts der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Showmaster Steffen und Daniel. Dann komme ich zum Thema Anwesenheit. Es ist nicht so, wie Sie das in Ihrem Antrag behaupten, dass wir die grundgesetzlich gebotene Angemessenheit von Anwesenheitspflichten mit unserem Hochschulgesetz nicht mehr anerkennen wollen. Wir glauben nur, dass über diese Angemessenheit vor Ort in Hochschulen entschieden werden können. Wir trauen das den Leuten zu. Wir glauben nicht, dass es dafür eine landesgesetzliche Regelung und bürokratische Ausführung braucht. Ich kann Ihnen sagen, mein Studium ist noch nicht so lange her. Ich habe auch abends mit Kommilitonen, mit vielen Kommilitonen gefeiert. Aber das Motto gelten lassen, wer feiern kann, kann auch arbeiten. Und ich glaube, das können unsere Studierenden auch. Größte Hochschullandschaft Europas hier in Nordrhein-Westfalen. Andere Bundesländer haben solche Preise schon. Und wir können da, glaube ich, einen guten Schritt gehen, um zusätzliche Aufmerksamkeit für dieses Thema zu setzen. Wir fördern mit diesem Lehrpreis beste Lehre und digitale Formate an unseren Hochschulen. Und das ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft. Vielen Dank. Ja. Und da sind wir. Da sind zu wir sehen allein. Mit Moritz Körner von der FDP. Guten Morgen, Moritz. Wie geht's dir? Morgen. Ja, mir geht's ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall mal dabei zu sein bei euch. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Bist du, wir fragen das immer so ein bisschen, bist du Frühaufsteher oder ist das gar nichts so für dich? Also das geht jetzt von der Uhrzeit, würde ich sagen. Also ja. Ich war heute Morgen schon joggen. Ich gehe morgens immer eine Runde noch joggen. Eigentlich, also nicht zu früh soll es auf jeden Fall sein. Ja. Ich kriege das morgens nicht hin. Ja, morgens zu joggen kriege ich nicht hin. Man stellt das immer fest, Moritz, weißt du, wenn man Politiker zu Gast hat oder so, ja, das sind alles so, das sind ja dann auch berufsbedingt Frühaufsteher, aber wenn du so mit Entertainern sprichst, mit Musikern sprichst oder mit Streamern, also Berufsstreamern sprichst, die stehen natürlich irgendwie alle erst mittags um eins auf. Ja. Politiker auch meistens lange arbeiten, auch abends spät noch. Das ist halt immer so, man ist immer irgendwie dann unterwegs, auch wenn natürlich andere Leute auch frei haben, um sich dann mit Politik zu beschäftigen. Also ja. Das stimmt. Ja, wir haben eben gerade schon den Einspieler gesehen. Man hat so einen kleinen Überblick schon über dich erhalten. Möchtest du dich trotzdem unseren Zuschauern ein bisschen vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wo willst du hin? Ja, ich bin Moritz Körner. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin im Moment Landtagsabgeordneter im Landtag von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Hat man jetzt ja auch, glaube ich, gerade ein paar Redeausschnitte so gesehen. Das ist dann, was man da so macht, im Plenum natürlich vor allem reden. Aber natürlich hat man da auch Themen, wo man in den Fachausschüssen wirklich arbeitet. Also so ein Parlament hat ja immer auch, also es machen ja nicht alle Abgeordnete alle Themen, sondern spezialisieren sich natürlich auch. Und da kümmere ich mich vor allem um Wissenschaftspolitik, also alles, was mit Hochschulen, Universitäten, wie die ausgestattet sind und was die dürfen und so weiter, was damit zu tun ist. Bin da auch im Untersuchungsausschuss zum Fall Amri. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Der Weihnachtsmarktattentäter auf den Breitscheidplatz in Berlin. Da waren ja viele Fehler, die da gemacht wird und die wir da ein Stück weit aufklären. Ja, und jetzt als Landtagsabgeordneter im Moment will ich gerne woanders hin sozusagen. Ich kandidiere jetzt fürs Europäische Parlament, also für die Europawahlen am 26. Mai. Und deswegen freue ich mich auch mit euch heute über Wahlen ganz allgemein, wie funktioniert das, zu sprechen, weil ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass möglichst viele Leute sich in der Politik beteiligen, wählen gehen, mitmachen, mitdiskutieren und ja, deswegen freue ich mich, heute bei euch zu sein.
Sehr schön. Deswegen machen wir das hier auch auf Twitch. Wir wollen die Leute informieren und auch verschiedene Parteien und verschiedene Personen auch vorstellen. Daher sind wir auch super froh, dass du zugesagt hast und hier dabei bist. Vor allem, weil wenn es um Wahlen geht und du dich auch wählen lassen möchtest für die Europawahlen bald. Ja. Ja, wir haben es gemerkt, gerade in dieser Debatte um den um die EU-Urheberrechtsreform, ja, um den Upload-Filter. Dass halt auch dann viele Content-Creatoren auf Twitch oder YouTube natürlich dann wach geworden sind, sage ich mal. Man hatte in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl, dass bei der jüngeren Generation die Politik so ein bisschen weggebrochen ist, ja, und da auch keinen Anschluss mehr gefunden hat. Und jetzt sind die natürlich alle wach geworden bezüglich dieser Thematik. Und ja, wir haben das einfach, wir haben das gemerkt, dass es hier viele Leute gibt, die viele Fragen haben, auch viele junge Menschen, und deswegen haben wir das bei uns in der Sendung platziert, und das Feedback ist gut, und deswegen freuen wir uns wirklich, dass auch so viele Politiker Lust haben mitzumachen und dabei sind hier auf dieser, man sagt ja, wie heißt es in der Politik immer, in dem Neuland, ja, dabei ja. sind, ja. Das stimmt, ich habe noch die Frage, nämlich, du hast das eben schon ein bisschen angeschnitten, Moritz, was so deine Aufgaben sind. Magst du das noch ein bisschen unseren Zuschauern erklären, was du sonst noch so machst und warum du quasi auch ins EU-Parlament einziehen möchtest, was du verändern möchtest vielleicht auch? Ja, also ganz, das ist ja, glaube ich, vielleicht auch mal spannend zu wissen, was macht eigentlich so ein Politiker der den ganzen Tag? Also sicherlich, in dem kleinen Einspieler habt ihr gesehen, irgendwie, klar, die Reden und so weiter, das ist das, was man immer so sieht von Politikern oder in Talkshows oder in Interviews sind, aber es ist natürlich häufig viel mehr, viele Sitzungsräume, wo man dann sitzt, lange verhandelt über Themen, auch oft sehr im Detail, was viele ja gar nicht mitbekommen, was man aber auch nicht unbedingt jeden interessiert, wie jetzt die letzte Ausführung irgendwo in irgendeinem Gesetz ist. Aber das ist natürlich auch Politik. Und dann sind wir natürlich auch ganz viel unterwegs zu unseren Fachthemen, dass man dann halt zum Beispiel, ich bin für Hochschulen zuständig, ich besuche dann viele Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen in NRW, schaue mir an, wie ist eigentlich die Lage vor Ort, höre mir dann von den Leuten auch die Sorgen, die Probleme an. Und dann ist man natürlich auch noch im Wahlkreis irgendwie unterwegs, dass man sich einen Verein besucht, da anschaut, wo sind da Probleme in Unternehmen, welche Probleme haben die, also eigentlich ganz, ganz vielfältig unterwegs. Und bei mir kam jetzt die Frage bei den Europawahlen, also ich bin jetzt Landtagsabgeordneter, ich war der jüngste Landtagsabgeordnete bei der Wahl. Und dann kam so ein bisschen die Frage auf, wer kandidiert jetzt für uns für Europa? Und früher hieß es ja immer, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. mittlerweile ist es halt auch so, ich glaube, alle Zukunftsfragen werden in Europa entschieden, in Brüssel. Ganz, ganz viele zentrale Zukunftsfragen. Und ich möchte einfach da gerne mitmachen. Und glaube, dass es auch wichtig ist, dass dort junge Politiker auch sind im Europäischen Parlament. Weil wir, ihr habt es eben angesprochen, Urheberrecht, das wurde intensiv diskutiert. Ich habe das Gefühl, das haben vor allem Politiker beschlossen, die das Internet noch nicht so richtig verstanden haben. Und ich glaube, gute junge Abgeordnete wie Julia Reda, wie Timo Wölken haben da sehr, sehr gut dagegen gearbeitet. Aber sie waren eben dann am Ende leider knapp, haben sie es nicht geschafft, das zu verändern. Und ich finde, wenn jetzt die Urheberrechtsdiskussion eins schafft, nämlich dass junge Menschen sehen, aha, da wird ganz konkret auch über unser Leben mitentschieden, und deswegen sollten wir uns an Wahlen beteiligen, deswegen sollten wir vielleicht gucken, welche jungen Politiker gibt es auch, die das auch besser verstehen, dann ist das genau das Richtige, und das will ich halt gerne machen. Ich will gerne auch junge Ideen und Perspektiven ins Europaparlament tragen. Und ein letzter Punkt vielleicht, wenn ich zu lange rede, müsst ihr mir das immer sagen, ne, Politiker... Nee, alles gut, wir haben Zeit. Alles gut. Also wir haben Zeit, ich habe halt im Landtag wirklich diesen Untersuchungsausschuss zum Fall Amri gemacht, und da haben deutsche Behörden unglaublich viele Fehler gemacht, ja, aber der Amri war vorher schon in Italien verurteilt und in Haft, und davon wusste dann die deutsche Polizei ganz lange nichts, auch als er hier schon gefährlich war, und deswegen ist das auch noch so ein Thema, wo ich sage, da müssen wir eigentlich in Europa besser zusammenarbeiten. Da habe ich halt ganz konkret schon mal was gesehen, und das waren so Motivationen, wo ich dann gesagt habe, ich möchte gerne fürs Europäische Parlament kandidieren. Okay.
Klingt gut. Das klingt spannend. Ja. Bevor wir vielleicht gegen Ende der Sendung nochmal Richtung Europa gehen, lasst uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen Richtung Deutschland und ja die Demokratie, die wir in Deutschland haben und das den Zuschauern vielleicht so ein bisschen näher bringen. Und dabei stellt sich mir die erste Frage, die wir vielleicht den Zuschauern erklären können, Moritz, ist, was bedeutet in Deutschland Repräsentativsystem? Mein Gott. Also ein Zungenbrecher am Morgen hier, ja? Ja, also es bedeutet, also Demokratie ist ja die Herrschaft des Volkes sozusagen. Das sagt ja der Begriff aus. Und man könnte eigentlich dann meinen, das heißt einfach, das Volk entscheidet alles. Und da es aber nun ganz, ganz viele Fragen gibt, wo man sich vielleicht auch selber gar nicht unbedingt mit beschäftigen will, hat man gesagt, wir machen eine repräsentative Demokratie. Das heißt, wir wählen Vertreter für uns sozusagen in Parlamente, die dann die Entscheidungen treffen. Also demokratisch gewählte Vertreter, aber eben nicht über alles die direkte Entscheidung. Ich glaube, auch wenn das sicherlich Schwächen hat, ne, und viele, wenn wir jetzt beim Urheberrecht denken, viele, boah, da hätte ich gerne in der Direktwahl drüber abgestimmt. Aber ich glaube, in ganz, ganz vielen Bereichen ist es ein sehr, sehr gutes System, weil wir ganz viele Details oft entscheiden, wo ich mich auch übrigens erstmal, obwohl ich da in dem Fachthema schon drin bin, wirklich tief einarbeiten muss, recherchieren muss, damit ich überhaupt weiß, worum geht es denn da und was sind die Punkte. Und ich glaube, das sozusagen komplett alles immer vom Volk entscheiden zu lassen, wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig. Deswegen, das denke ich, ein gutes System. Was wir halt schauen müssen, ist, glaube ich, dass wir unsere gewählten Vertreter auch sozusagen accountable halten, dass wir gucken, dass wir auch unsere Meinung denen deutlich sagen, dass wir mit denen auch häufig ins Gespräch kommen, dass wir auch die Parteien überprüfen, was machen die, dass wir nicht nur bei Wahlen uns damit beschäftigen, sondern auch ein Stück weit immer, dass wir über Politik diskutieren. Ich glaube, so grundsätzlich ist das repräsentative System, was wir haben, also dass wir Vertreter wählen, die für uns Entscheidungen treffen, auch ein gutes System. Okay, in diesem ganzen System gibt es auch das Mehrheitsprinzip, Moritz. Kannst du das unseren Zuschauern ein bisschen erklären, was das Mehrheitsprinzip ist? Genau, man hat dann natürlich, klar, man wählt dann Vertreter zum Beispiel und dann entscheidet die Mehrheit am Ende. Ne? Also bei uns im Bundestag bildet sich eine Regierung, es muss eine Mehrheit gefunden werden, die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler wählt. Man ist mittlerweile, man sagt nur noch Bundeskanzlerin, ne? Ganz, ganz spannend eigentlich. Und das ist natürlich immer eine Mehrheit, die da gefunden werden muss. Das heißt, ich muss ein Stück weit erstens die Mehrheiten suchen und zum anderen muss ich auch akzeptieren, dass Menschen, die eben auch für Parteien gestimmt haben, die da nicht gerade in der Mehrheit oder in der Regierung sind, das auch akzeptieren. Das kann sich aber eben auch wieder ändern. Dafür muss man natürlich dann kämpfen, dass man vielleicht dann andere Mehrheiten, andere Regierungen sozusagen wählen kann. Was aber trotzdem ganz, ganz wichtig ist, auch wenn wir das Mehrheitsprinzip haben, ist, dass wir trotzdem Minderheiten schützen müssen, dass die zum Beispiel über das Grundgesetz geschützt sind, ne? Dass ich nicht einfach als Mehrheit dann der Minderheit gewisse Rechte wegnehmen kann. Und die sind in unserem Grundgesetz festgelegt, dieser Minderheitenschutz. Und das Grundgesetz kann man auch nur ändern mit 2/3 Mehrheit. Also da hat man sogar gesagt, da machen wir eine höhere Mehrheit, damit das nicht so einfach mal schnell von jeder Regierung geändert werden kann. Es gibt sogar gewisse Artikel im Grundgesetz, wo zum Beispiel die Würde des Menschen ist unantastbar oder so, die auch nie geändert werden können. Und das ist auch, glaube ich, gut so, weil wir wollen ja ein demokratisches System weiter haben, wo nicht dann am Ende eine Mehrheit alles quasi bestimmen kann. Es ist auch quasi eine Kompromisslösung, ja, gewährleistet wird, dass auch Konflikte quasi friedlich ausgetragen werden. Ist das so genau Korrekt, ja? Ja, ich meine, Demokratie ist sozusagen fast das einzige System, wo der Machtwechsel friedlich passiert. Ne? Wenn wir ein autoritäres System haben, dann würde man irgendwie über einen Putsch oder irgendwas den Machtwechsel organisieren. Demokratien wechseln regelmäßig die Regierung, dann werden ganz andere Minister und das funktioniert alles friedlich, weil sozusagen auch die Minderheit akzeptieren muss, dass jetzt jemand da zwei Parteien oder wie das auch ist, die Mehrheit sozusagen erreicht haben. Und ich finde eigentlich, dass wir da weiterhin auch unglaublich stolz sein können. Bei allem, was man irgendwie kritisieren kann an unserem politischen System, ist es schon auch cool, dass wir eine Demokratie haben. Und das haben ja viele Länder auf der ganzen Welt nicht, ja, wo Menschen eben unterdrückt werden, wo deren Meinung überhaupt keine Rolle spielt in der Politik und deswegen eigentlich ein gutes System.
Okay. Moritz, wir kennen das hier aus Irland und hier ergibt sich so eine spannende Frage. Du hast das jetzt vom System auch erklärt und es werden halt Politiker gewählt, die Entscheidungen treffen, ja. In der heutigen Zeit der technischen Möglichkeiten sollte es doch eventuell auch möglich sein, Volksbefragungen bei größeren Staaten einzuführen. Ja. Warum glaubst du, wird diese Möglichkeit nicht genutzt in Deutschland? Also es gibt natürlich auch Länder, zum Beispiel die Schweiz, die sehr viel mehr mit direkter Demokratie schon immer arbeiten, wo das sehr viel mehr sozusagen das Volk häufig über Fragen entscheidet. Ich glaube, dass man darüber auch nachdenken muss, wie kann man so direkt demokratische Elemente stärker auch eine Rolle spielen lassen, besonders bei wichtigen Fragen. Auf der anderen Seite haben wir damit immer auch ein Problem, weil der Brexit beispielsweise, dieses Referendum, war eine Volksentscheidung, war dann sozusagen wichtige Frage, lassen wir jetzt direkt demokratisch entscheiden. Und ich glaube, ein Problem, was wir jetzt damit sehen, ist, dass wenn wir direkte Demokratie und repräsentatives System haben, dass es dann schwierig wird, weil natürlich das Unterhaus hat irgendwie über 8 verschiedene Optionen, wie man jetzt diesen Brexit durchführen könnte, abgestimmt. Mhm. In der Volksbefragung haben wir einfach nur Leave oder Remain gehabt, also aus der EU raus oder drin bleiben. Ja. Und welche ganzen Schritte und Möglichkeiten es dazwischen und wie das alles funktioniert und so weiter und so fort, die wir jetzt immer im Brexit diskutieren, das halte ich schwierig, das in eine direkte Entscheidung sozusagen mit einfließen zu lassen. Also ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie können wir das vielleicht machen. Ich glaube zum Beispiel auf lokaler Ebene gibt es zum Beispiel viel häufiger irgendwie Bürgerentscheide, soll dieses Schwimmbad gebaut werden oder nicht, ist glaube ich eine Entscheidung, die einfacher zu treffen ist, weil weniger andere Aspekte noch eine Rolle spielen als eine Entscheidung wie der Brexit. Und ich glaube, das muss man halt auch irgendwie mit berücksichtigen, obwohl es natürlich technisch, wie ihr gesagt habt, möglich wäre, aber wie setzt man es dann hinterher um? Ja? Und wie macht man das dann zum Beispiel jetzt beim Brexit ist ja eine große Problematik, dass eigentlich alle sagen, naja, vielleicht war es jetzt doch, oder viele sagen, es ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee gewesen, ja, jetzt wo wir alle Folgen überblicken können. Trotzdem ist die britische Politik so ein bisschen gefangen, weil sie sagt, naja, also das Volk hat ja abgestimmt, wir müssen das jetzt machen. Ich glaube, diese Schwierigkeiten, direkte Demokratie und repräsentative Demokratie zusammenzubringen, die sind der Grund, warum wir nicht mehr direkt demokratische Elemente auch haben. Glaubst du denn, also du hast ja gesagt, technisch wäre es möglich, glaubst du denn, dass es in Zukunft auch umsetzbar wäre? Also du hast das ja eben schon so ein bisschen angeschnitten. Wärst du denn für so ein System oder sagst du eher dann lieber jetzt so bleiben? Also du hast das schon ein bisschen so angemerkt, ja, aber vielleicht nochmal darauf eingehen, ob es vielleicht zukünftig möglich wäre dann? Also ich glaube, man könnte überlegen, wie ergänzt man, also ich glaube schon, das Repräsentative, bin ich überzeugt von, ist das beste System, weil wir ganz viele Fragen haben, die wollt ihr überhaupt nicht entscheiden. Also ich stimme manchmal im Landtag selber über Dinge ab, wo ich denke, also ne, das sind dann Fachthemen aus irgendwelchen Themenbereichen, Gülleverordnung so oder so. Das ist für manche Leute super wichtig, ja, für Landwirte oder so ist das eine ganz zentrale Frage, aber damit sozusagen, weiß nicht, ob sich damit alle eure Zuschauer so beschäftigen wollen würden und dann eine informierte Entscheidung treffen, weil das muss ja am Ende schon der Fall sein. Und da gibt es ganz, ganz viele kleine Fragen, die vielleicht für die Mehrheit der Menschen überhaupt nicht so relevant sind. So, und deswegen glaube ich, dass das, darum kümmern sich dann die Politiker und man kann ja sich im Vorfeld informieren, welche Positionen haben die denn dazu und welche Politiker wähle ich da entsprechend. Und aber ich glaube, wir müssen drüber nachdenken, wie können wir das ergänzen? Mhm. Ne? Also wie können wir vielleicht wirklich noch stärker, zum Beispiel haben auf europäischer Ebene die Europäische Bürgerinitiative, wo man sozusagen, wenn es genug Unterschriften gibt, muss sich das die Kommission damit beschäftigen oder solche Dinge, dass man das einfach nochmal stärker mit aufnehmen kann. In Deutschland muss man auch sagen, sind wir mit direktdemokratischen Elementen sehr zurückhaltend gewesen, weil wir sozusagen die Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg hatten und gesagt haben, naja, also vielleicht sind wir da ein bisschen vorsichtig. Ne? Ja. Also natürlich ist auch zum Beispiel, ich will das gar nicht sagen, sozusagen, das müssen alles die Politiker entscheiden, weil die anderen Menschen beschäftigen sich damit und sind ja doof. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich sag mal, ich glaube, wir sind uns einig, dass eine Todesstrafe, dass wir die in Deutschland nicht haben, dass das gut ist. So. Jetzt stellen wir uns vor, ein Referendum über die Todesstrafe und irgendwie 3 Tage vorher
ist irgendwie ein furchtbar, wird irgendwie ein furchtbar schlimmer Kinderschänder überführt oder so. Ja. Da würden vielleicht viele Leute so in dem Emotionalen, ne, so sagen, oh, vielleicht, ne, den doch. Ich sag nicht, dass das gut wäre, aber vielleicht würde da so die Stimmung aufkommen. Ja. Und da ist vielleicht auch besser, dass wir da nicht direkte Demokratie haben. Ne? Also insofern, ich glaube, wir müssen gucken, wie kann man das ergänzen. Ich bin nicht dagegen, dass wir da mehr auch darüber nachdenken. Ich bin dafür, dass wir auch zum Beispiel auch über andere Sachen mal stärker nachdenken. Wie kann man zum Beispiel Parteien verbessern? Wie kann man gucken, dass mehr junge Leute vielleicht auch in der Politik eine Rolle spielen können? Müssen wir zum Beispiel vielleicht auch mal über Amtszeitbegrenzung oder Ähnliches nachdenken, damit in der Politik häufiger ein Wechsel auch stattfindet und andere neue Leute sozusagen da eine Rolle spielen? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Dinge, wie man darüber nachdenken kann, wie man Demokratie besser machen kann. Direktdemokratie ist da sicherlich auch ein Element, wo man mal schauen muss, wo macht das Sinn, wie kann man das konkret einsetzen, sodass die Bürger auch hinterher nicht enttäuscht sind, wenn dann die Dinge jetzt wie beim Brexit vielleicht am Ende nicht so kommen, wie sie sich das vorgestellt haben. Okay. Ja, okay, also zusammen, ja. Ja, ich finde das gut. Ja. Also ich verstehe, was du sagst. Also ich finde auch, dass der Bürger direkte Einfluss, direkten Einfluss hat. Ich finde das Argument mit dem Brexit, finde ich, muss ich sagen, sehr gut. Und man sieht ja auch gerade, was passiert. Wir erleben das hier in Irland auch mit. Wir sind sehr nah der Grenze und zu Nordirland und auch die Unruhen, die hier im Land deswegen gerade so ein bisschen entstehen. Aber es ist ein schwieriges Thema. Lass uns doch mal zu den Wahlen kommen und weiter so ein bisschen den Leuten erklären, wie das alles funktioniert. Und da stellt sich die erste Frage, vielleicht für uns, für die Leute, kannst du ein bisschen mehr über die freien Wahlen in Deutschland sprechen? Was bedeutet das? Ja, freie Wahlen bedeutet letztendlich, dass ich wirklich frei entscheiden kann, erstens wenig wähle, und zum anderen auch frei sozusagen kandidieren kann. Also es kann jeder da sich auch aufstellen lassen für eine Partei oder entsprechend, wenn er die Unterschriften sammelt, dann auch so als einzelner Kandidat beispielsweise antreten. Also das ist halt ganz, ganz wichtig, dass ich keinen Zwang in dieser Wahl habe. Es gibt auch Wahlen auf der Welt in verschiedensten Ländern, wo man sagen muss, naja, das waren jetzt Wahlen, aber waren die wirklich frei? Also kann ich halt wirklich frei entscheiden, wenn irgendwie das Militär mit den Maschinengewehren im Anschlag vor dem Wahllokal steht, so unter dem Motto, oder wenn ich irgendwelche Repressalien zu oder irgendwelche Konsequenzen zu befürchten habe, wenn ich nicht die Regimepartei will. Ich sag mal, in Russland finden auch Wahlen statt. Ob die jetzt so frei sind, weiß ich dann auch manchmal nicht. Ja? Und das ist, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr wichtig, weil vielleicht kann ich das direkt damit verbinden, sozusagen. Vielleicht eine der nächsten Fragen war wahrscheinlich, geheim, weil, ne, wir haben ja auch geheime Wahlen, das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Ich muss niemandem sagen, wen ich wähle, kann ich zwar sagen, muss ich nicht. Ich habe in der Wahlkabine sozusagen bin ich alleine und niemand kann es hinterher auch zuordnen, wie ich gewählt habe. Und das zusammen, glaube ich, freie und geheime Wahlen, das ist, weil dadurch funktioniert es, dass es geheim ist, dass ich eben wirklich auch frei entscheiden kann, dass mir da niemand auch einen Einfluss drauf hat, wie ich dann entsprechend wähle. Du hast gerade schon die geheime Wahl angesprochen und die freie Wahl. Dazu kommt ja auch noch, dass es noch eine, zum Beispiel die Gleichwahl. Ja? Mhm. Also was bedeutet das? Kannst du das unseren Zuschauern da, was da mit reinspielt, noch erklären? Ja, wichtig ist halt, dass die Stimmen immer gleich viel wert sind, unabhängig davon, ob das jetzt zum Beispiel jemand Reiches, Armes oder, weiß nicht, Mann, Frau, also jede Stimme, sage ich immer den alten Spruch, one man, one vote, ne? Also jeder hat da eine Stimme und die ist entsprechend gleich viel wert. Früher hatte man zum Beispiel mal so eine Art Standessystem, wo eher die reicheren Leute oder der Adel irgendwie gewählt hat. Heute dürfen alle Menschen wählen und sind dann entsprechend auch gleich in ihrem Stimmengewicht. Ja, prima. Ja, du hast es eben schon gesagt, du hast die Geheimwahl angesprochen. Vielleicht wollen wir da noch ein bisschen was zu sagen? Ja, ich habe es eben, also ich glaube, das hängt einfach mit freier Wahl zusammen, weil ich kann halt nur frei entscheiden, wenn es geheim ist, wie ich mich entschieden habe und ich dadurch keine Folgen. Also das ist halt ganz, ganz wichtig. Deswegen, also ich weiß nicht, die einen oder anderen Wahlen vielleicht auch noch nicht wählen. Genau, ja. Man geht da ins Wahllokal rein immer und dann muss man seinen Personalausweis vorzeigen, muss man aber, glaube ich, auch nicht. Wahlbenachrichtigung reicht
auch. Ich glaube, man braucht aber ein Ausweisdokument noch. Und dann kriegt man so entsprechend, dann gibt es dann, die gucken natürlich, ob man wahlberechtigt ist, damit auch nicht Leute zwei- oder dreimal wählen, das ist natürlich auch wichtig. Und dann kriegt man, also wird das abgehakt, aber dann kriegt man sozusagen dann einen Wahlschein, geht in die Wahlkabine, da ist man dann wirklich allein und dann ist es hinterher geheim sozusagen, wie ich gewählt habe. Die kontrollieren nur natürlich, dass sozusagen, also man muss natürlich kontrollieren, wer hat gewählt, damit nicht Leute doppelt oder dreifach wählen, das wäre auch nicht gut. Aber dann, ab dann ist es wirklich geheim, das ist halt wirklich wichtig, dass man da eine Wahlurne hat, dass man entsprechend auch so eine Wahlkabine hat, also es ist dann so aufgebaut, dass niemand da reingucken kann und so weiter. Das ist tatsächlich natürlich für demokratische Wahlen enorm wichtig, dass das geheim stattfinden kann, damit nicht da jemand noch über die Schulter guckt und sagt, aha, der hat sehr, so gewählt. Du sagst was sehr Spannendes. Man hin und wieder sieht man ja auch medial Wahlen aus anderen Ländern, wo es halt wirklich keine Kabinen gibt und jeder guckt demjenigen über die Schulter. Was macht der da überhaupt? Wo setzt der jetzt sein Kreuzchen? Ja, das ist nochmal, das ist... Wenn man wählen ist, vielleicht, man unterhält sich ja auch mit anderen, ja, wenn man, bevor man wählen geht, hast du so eine Tendenz, manche möchten das nicht, manche sagen auch nein, das ist mein, möchte ich dir nicht sagen, welche meine Tendenz ist, trotzdem tut man sich vielleicht auch mit Freunden austauschen, tut Politik ein bisschen, wenn man Politik begeistert ist, ein bisschen diskutieren und reflektieren und dann macht man vielleicht, hat man was im Kopf, aber wenn der andere einen guten Punkt hat und dich überzeugt von seiner Meinung, tut man sich vielleicht in der Wahlkabine nochmal kurz umentscheiden. Und wenn das dann jemand anderes sieht und guckt nochmal drüber, wie, du warst doch vorher für die, warum jetzt für die, finde ich doch, dass so eine Wahlkabine vielleicht dieses geheime und dieses freie Wählen deutlich besser macht, als wenn das frei irgendwo ist. Ja. Ja, und vor allem in der Wahlkabine ist man am Ende wirklich alleine, ne? Dann, ich bin ehrlich gesagt immer so, ich muss das vielleicht noch so, ich wähle natürlich schon immer die FDP als FDP-Politiker, aber ich bin dann immer so, ich bin mir immer nachher kurz unsicher, ob ich jetzt auch wirklich richtig angekreuzt habe, deswegen gucke ich auch immer nochmal dreimal drauf. Aber das ist wirklich so, dass man natürlich in der Wahlkabine dann ganz alleine ist, aber man darf natürlich auch sagen, wen man wählt, ne? Also man kann sagen, ich sage das nicht, am Ende kann das auch niemand wissen, was man genau wählt in der Wahlkabine, ob ich vielleicht doch irgendwo anders ankreuze, weiß kein Mensch. Wir haben auch das Recht natürlich zu sagen, für wen wir sind und auch dafür natürlich auch zu werben oder so. Aber es ist am Ende mein Recht halt auch, dass ich das für mich behalten kann. Mhm. Du hast was Schönes gesagt, vielleicht auch Leute bei uns im Chat. Auf Twitch ist ja auch ein jüngeres Publikum. Mhm. Ja, momentan sind auch Osterferien, das heißt, das jüngere Publikum hat vielleicht noch nicht gewählt. Wer kann denn in Deutschland alles wählen? Gibt es da irgendwie Bestimmungen, Richtlinien? Also ich glaube, das Wichtigste ist die sozusagen Altersbegrenzung oder die wir beim Wahlen haben. Also wir haben vor allem bei Bundestagswahlen kann man ab 18, also wenn man volljährig ist, darf man wählen gehen. Man muss deutscher Staatsbürger sein und ich glaube auch in den letzten drei Monaten in Deutschland gelebt haben. Da gibt es nochmal so für Leute, die im Ausland leben, so gewisse Regeln, weil man noch gesagt hat, naja, wer halt zwar deutscher Staatsbürger ist, aber seit irgendwie 40 Jahren nicht mehr in Deutschland lebt, ist auch eine Frage, ob der mitentscheiden soll in der Frage. Also da gibt es noch so gewisse Grenzen, aber ansonsten darf dann eigentlich jeder wählen. Bei das Wahlalter kann man natürlich immer diskutieren. In manchen Kommunalwahlen, also für Städte, ist es tatsächlich so, dass man da auch schon mit 16 wählen darf, auch bei manchen Landtagswahlen in Deutschland. Also ich finde das ehrlich gesagt gar nicht schlecht, wenn auch 16-Jährige schon wählen können. Man hat halt gesagt, irgendwo muss man eine Grenze finden, weil ob jetzt vielleicht irgendwie ein Baby oder ein Kleinkind wählt, ob die dann nicht doch einfach nur das wählen, was Mama möchte oder was Papa möchte, ist dann auch die Frage. Aber ansonsten hat entsprechend jeder ein Wahlrecht. Also wir machen nicht irgendwie zur Voraussetzung, dass man erst drei Zeitungsartikel gelesen haben muss oder irgendwie ein Politikquiz beantwortet haben muss. Da kann jeder wählen gehen. Am besten ist es natürlich auch, wenn man sich vorher informiert hat und ein bisschen recherchiert hat, geschaut hat, vielleicht den Wahlomat gemacht hat. Es gibt ja auch bald wieder so wie so ein Quiz, was man ausfüllen kann oder wo man welche Position man hat und dann berechnet der, welche Partei am ehesten mit meinen Punkten die Übereinstimmung hat.
Das kann man natürlich auch machen, aber ansonsten gibt es da wenig Einschränkungen. Ich möchte nochmal auf das Alter eingehen. Warum hat man sich entschieden, bei manchen Wahlen 16 zu erlauben, bei anderen erst ab 18? Gibt es da einen gewissen Grund oder kann das auch in der Zukunft geändert werden? Ja, also das Wahlalter könnte geändert werden, das ist überhaupt keine Frage. Das ist häufig auch eine Diskussion, ja, ob man das nicht auf 16 Jahre zum Beispiel reduzieren sollte. Ich bin da ganz persönlich eher dafür, weil ich glaube, die Grenze ist eh willkürlich. Also es gibt sehr, sehr gute 17-Jährige, die top informiert sind. Und wir fragen auch bei der 60-jährigen Oma nicht, ob die jetzt sich gut informiert hat oder die Wahlentscheidung treffen kann. Mhm. Insofern bin ich dafür tendenziell, das Wahlalter zu senken. Das ist eine politische Entscheidung, die man irgendwann gefunden hat. Früher war mal die Volljährigkeit in Deutschland bei 21 und man durfte auch erst mit 21 wählen. Man hat das dann schon mal gesenkt. Ich glaube jetzt, wir haben eine alternde Gesellschaft, also wir haben mehr ältere Leute mittlerweile. Und wir haben, deswegen wäre es eigentlich gut, wenn vielleicht auch noch mehr junge Leute wählen können, damit auch für die Politik junge Interessen stärker eine Rolle spielen. Und ich glaube, noch ein Argument, warum ich auch fürs Wahlalter mit 16 bin, weil wir doch schon bei 18-Jährigen, dann heißt das ja, die erste Wahl ist meistens 18, 19, 20, 21. Das ist ja nicht, wenn ich Wahlalter mit 18 habe, sondern wie fällt dann die Wahl? Dann bin ich vielleicht schon 21 bei meiner ersten Bundestagswahl, weil ich sozusagen beim letzten Mal 17 war oder so. Und deswegen glaube ich, wäre es auch gut, das ein bisschen nach vorne zu verlegen, weil wir dann noch mehr Leute vielleicht auch im Schul, also während sie noch in der Schule sind, auch noch erreichen würden. Und dann würde ich gerne in allen Schulen Podiumsdiskussionen oder Veranstaltungen mit Politikern machen, damit sich die Leute auch wirklich informieren können. Und ich glaube, also zum Beispiel Hamburg hat Wahlrecht mit 16, ja. Die haben das sehr intensiv gemacht mit Podiumsdiskussionen und so weiter. Ergebnis war, dass die Wahlbeteiligung bei jungen Menschen danach enorm gestiegen ist. Und das ist halt echt was Wichtiges, was wir erreichen müssen, dass mehr Leute zum Wählen gehen. Und wenn man das erste Mal wählen geht, dann geht man, glaube ich, auch dauerhaft hin. Ich glaube, wer bei seiner ersten Wahl nicht hingeht, der, ne, der ist dann schon so ein bisschen, der wird wahrscheinlich auch die nächsten Wahlen, die so sind, eher nicht hingehen. Und wir sollten in der Demokratie mal versuchen, dass so viele wie möglich wählen gehen und mitmachen. Du, du sagst gerade hingehen. Muss man unbedingt zu den Wahllokalen gehen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ihr könnt natürlich auch Briefwahl machen, das ist auch ganz einfach. Man kriegt jetzt diese Wahlbenachrichtigung irgendwann, wenn man jetzt wahlberechtigt ist, fürs zum Beispiel jetzt fürs Europaparlament, wir haben ja jetzt Europawahlen. Und dann kann man zum Beispiel einfach bei seiner Stadt beantragen, dass man per Brief wählt, dann bekommt man die Unterlagen zugeschickt. Das ist so ein bisschen, da muss man so mit zwei verschiedenen Umschlägen, muss das dann wieder reinpacken und zurückschicken, aber theoretisch auch ganz einfach. Vor allem, weil ja viele Leute irgendwie dann am 26. Mai ist dann Europawahl, dann bin ich irgendwie unterwegs. Also mache ich irgendwie vorher Briefwahl. Was man auch machen kann, nicht nur Briefwahl kann man machen, man kann auch einfach in der jeweiligen Stadt, wo ich dann auch gemeldet bin, also wo ich wahlberechtigt bin, das muss man ein bisschen dann schauen. Das ist da, wo mein Hauptwohnsitz ist. Da kann ich auch in die Stadtverwaltung häufig gehen, die haben Wahlämter dann und dann kann ich sozusagen die Briefwahl auch direkt da vor Ort machen. Dann geben die mir die Unterlagen, dann fülle ich das aus, mache das. Also ab jetzt geht es, glaube ich, in fast allen Städten schon. Sie haben jetzt so die Zeit der Briefwahl und wenn ihr wisst, am 26. Mai kann ich auf jeden Fall nicht oder am 26. Mai weiß ich noch nicht so genau oder ist dann gutes Wetter und ich will irgendwie dann doch nicht wählen gehen, dann einfach Briefwahl vorher machen, ist auch ganz einfach. Ja. Okay, Moritz, wir hatten gesagt, auf Bundesebene, Menschen, die das 18. Lebensjahr abgeschlossen haben, können wählen. Es gab bislang aber eine Einschränkung und zwar für Menschen, die unter Vollbetreuung stehen, sowie psychisch kranke Menschen im Maßregelvollzug. Diese dürfen nicht an Wahlen auf der Bundesebene teilnehmen. Beides hatte das Bundesverfassungsgericht Anfang des Jahres als rechtsfriedig erklärt. Warum wurden diese Menschen so lange ausgeschlossen? Ja, also die genaue Argumentation, warum man das gemacht hat, also wir haben übrigens als FDP zusammen mit Grünen und Linken dagegen geklagt, ja, und vor dem Verfassungsgericht auch gewonnen. Ich glaube, die Argumentation, warum man sozusagen Leute unter Vollbetreuung ausgeschlossen hat, ist so ein bisschen, dass wir ja davon ausgehen, dass die einen Betreuer brauchen, um ihre Lebensentscheidungen zu treffen. Deswegen sollten sie auch keine Wahlentscheidungen treffen, so unter dem Motto, das war die Argumentation oder bei psychisch Kranken. Aber da gibt es natürlich so feine Grenzen, ja. Also ab wann ist jemand dann wirklich unter Vollbetreuung? Jemand, der irgendwie als psychisch Kranker
vielleicht im Affekt irgendwie schlimme Handlungen gemacht hat, hat nicht grundsätzlich kein richtiges Urteilsvermögen, auch in politischen Fragen, ne, dauerhaft. Also da gibt es so Graubereiche, wo das Verfassungsrichter gesagt hat, naja, also der Ausschuss der Wahl muss schon sehr, sehr gut begründet sein, weil das eben ein zentrales Recht des Staatsbürgers eben auch ist. Und da war die Begründung eben offensichtlich nicht gut genug. Ich finde das eigentlich auch richtig. Und insofern hat man das jetzt abgeschafft, weil man natürlich auch sagen muss, wir fragen eben eigentlich grundsätzlich nicht, ist jetzt der jemand, also ich meine, ich will das nicht bösartig sagen, aber es sind halt manche Rentner, die vielleicht schon so leicht dement sind, was dann ganz schrecklich für die Person ist, aber so, da sagen wir auch nicht, ja, die darf es wählen. Ne? Also so, und deswegen glaube ich, muss man immer schauen, dass man das Wahlrecht, wenn man es einschränkt, muss es so gering wie möglich eingeschränkt werden und wirklich sehr gut begründet sein. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, an der Stelle ist es nicht gut genug begründet und ich finde das eigentlich auch richtig. Mhm. Gibt es denn irgendwelche anderen deutschen Staatsbürger, die von Wahlen ausgeschlossen sind, oder kann sonst jeder? Also das geht jetzt wirklich sehr in die Details. Ich meine, es gibt irgendwie so eine Regelung, dass ich vom Bundesverfassungsgericht für die Wahl ausgeschlossen hat, die irgendwie im Grundgesetz drinsteht, aber glaube ich noch nie genutzt worden ist. Und irgendwie so gegen bei Landesverrat oder so, wenn ich da verurteilt bin. Also eher so kleinste Ausnahmen, würde ich sagen. Und es ist irgendwie so, dass auch gewisse Staatsbürger, deutsche Staatsbürger, ab einer gewissen Zeit, wo sie im Ausland sind, also wenn sie sehr lange im Ausland sind, ich weiß nicht genau die Jahreszahl jetzt, dass sie dann halt nicht mehr wählen dürfen. Wo ich aber auch sage, das macht schon auch irgendwo ein Stück weit Sinn, ja, weil die sind nicht direkt von der deutschen Politik betroffen, sondern leben seit Jahrzehnten in einem anderen Land. Dann sollten die vielleicht auch nicht unbedingt jetzt dann da mitentscheiden. Ne? Eine gewisse Zeit kann ich das auf jeden Fall, wenn ich deutscher Staatsbürger bin, dann komme ich vielleicht auch zurück oder so. Oder wenn sie als deutsche Staatsbürger wieder zurück sind und in Deutschland wohnen, können sie auch wieder wählen. Aber dass dann nach 15, 20 Jahren, wo ich irgendwie in Amerika lebe, vielleicht nicht mehr unbedingt in Deutschland abstimmen muss, das ist, glaube ich, auch ein ganz... Oder in Irland. Also ja, ich lebe schon jetzt, dieses Jahr werden es 10 Jahre in Irland. Ja. Ich glaube, bei mir wird schon... Aber du bist EU-Bürger. Bitte? Aber auch, du bist weiterhin ja auch EU-Bürger sozusagen an der Stelle. Und das ist der großartige Vorteil der Europäischen Union. Das, ne? Stimmt. Da machen wir... Wir dürfen sogar als EU-Bürger, dürft ihr sogar, ich weiß nicht, wie es in Irland genau ist mit den Wahlgesetzen, aber in Deutschland dürft ihr zum Beispiel sogar, obwohl ihr keine deutschen Staatsbürger seid, an den Kommunalwahlen als EU-Bürger teilnehmen. Einfach, weil man gesagt hat, es sind EU-Bürger, die dürfen zum Beispiel auch ganzen kommunalen Entscheidungen quasi mittreffen. In Irland ist das genauso. Also du kannst auch in der an den kommunalen Entscheidungen teilhaben. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja, wir haben schon das ein oder andere beantwortet. Ich bin jetzt, ich gucke gerade über die nächsten Fragen, aber können wir vielleicht noch kurz anschneiden, welche unterschiedlichen Wahlen es in Deutschland denn gibt? Ja, also es gibt ja verschiedene Ebenen politisch und dafür gibt es dann jeweils eine Wahl. Also ich fange mal an, wir haben ja eben gerade drüber gesprochen, Kommunalwahlen, das heißt, da wähle ich irgendwie den Stadtrat, das heißt auch teilweise anders in verschiedenen Bundesländern, gibt so auch etwas andere Regelungen, aber so im Grunde genommen gibt es so den Stadtrat oder so das kommunale Parlament, den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, die man dort auch wählen kann, ne? Also für eure Stadt, der dann sozusagen die Stadtverwaltung auch leitet. Dann gibt es in Deutschland eben Bundesländer, wo ich eben 16 Bundesländer, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, wo ich jeweils wohne, bei der entsprechenden Landtagswahl mitentscheide. Da wähle ich dann in der Regel den Landtag und der wählt dann anschließend den Ministerpräsidenten. Und dann gibt es eben die Bundesebene. Da wähle ich den Bundestag. Da können wir gleich, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen, wie das genau funktioniert. Und der Bundestag wiederum wählt dann entsprechend die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler. Und dann sind wir schon bei der letzten politischen Ebene, das ist dann wirklich das Europaparlament, wo man dann die europäische Ebene tatsächlich mitwählt. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Wahl vergessen. Okay, wenn nicht, dann ist das passiert. In der Live-Sendung kann alles passieren, ja? Ja. Also zumindest ist mir nichts aufgefallen. Nee. Also ich lese auch nichts, was fehlt. Ja. Ich hab eine Frage, weil ich das jetzt auch schon oft im Chat gelesen habe. Was persönlich, was hältst du denn, weil die Welt ist auch mehr digital, wird immer weiter digitalisiert. Was hältst du denn von Online-Wahlen? Also auch eine spannende Frage, vor allem, weil es vielleicht
dann auch wieder die Wahlbeteiligung steigern würde, wenn ich das einfach online machen kann. Was halt ganz, ganz wichtig ist bei Wahlen, ist halt, dass sie auf keinen Fall gefälscht werden können und dass das auch im Nachhinein auch nachvollziehbar, auszählbar und so weiter ist. Und das müsste, glaube ich, wenn man irgendwie über Online-Wahlen nachdenkt, halt sehr, sehr gut sichergestellt werden. Nicht, dass das irgendwie gehackt werden kann, dass ich es auch hinterher nachvollziehen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wahl anfange, also man sagt hier, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen, dann kann man ja zum Beispiel, die Stimmzettel hat man ja noch, kann man nochmal wieder auszählen. Ich bin jetzt nicht der riesen Techniker, wie man das sicher machen kann, aber ich glaube, wir alle wissen, so mit Hacks und so weiter und so fort, was da alles so passieren kann. Das müsste halt bei einer Online-Wahl sehr, sehr sichergestellt sein. Und ich glaube, bis dahin, bis wir das sicher haben, ist es vielleicht noch ganz gut, wenn wir das noch mit tatsächlich Papier an der Stelle machen. Du sagst aber was Schönes. Drüber nachdenken, auf jeden Fall. Drüber nachdenken. Ja, du sagst auch gerade was Schönes. Ich weiß nicht, was, wie man das verschlüsseln könnte oder wie auch immer. Weil es würde es natürlich wirklich definitiv einfacher machen, nochmal die Abstimmung. Okay, prima. Ja, du hast gerade was Schönes gesagt, nämlich, dass noch viel Zeit vergehen wird. Ich möchte gerade, weil das auch auf das Alter passt, Mike aus dem Discord, wir haben hier dieses Discord, da werden auch Fragen gestellt. Er siezte dich, ja. Denken Sie, dass in Zukunft die Überlegung geben wird, ein maximales Wahlalter festzusetzen? Das ist eine interessante Idee eigentlich. Ernsthaft diskutiert wurde das nicht. Ich glaube auch nicht so wirklich, dass man das... also ich würde eher darüber diskutieren, wie kann man das Wahlalter senken weiter, damit mehr Leute zur Wahl gehen. Ist halt auch da wieder schwer. Also es gibt... ich würde halt auch... Also was natürlich ein Vorteil wäre, wenn man das ein maximales Wahlalter einführt, wenn man sagt, irgendwie so mit 70 oder 80, da hat man... Also die politischen Entscheidungen, die dann getroffen werden, betreffen einen nicht mehr so unmittelbar. Man macht sozusagen vielleicht den Jüngeren, den die politischen Entscheidungen noch viel mehr Jahrzehnte treffen werden, dem gibt man sozusagen etwas mehr Gewicht. Auf der anderen Seite wissen wir auch nicht, wie lange lebt derjenige dann noch? Wie fit ist der eigentlich? Ist der total gut informiert? Und dann ist natürlich die Frage, ich würde auch ältere Leute nicht grundsätzlich über einen Kamm scheren. Ja? Manche, meine Oma zum Beispiel, die sagt immer, ich entscheide gerne so, dass ich mir denke, das ist gut für dich. Und diskutiert da auch drüber. Es gibt auch Ältere, die total jung geblieben sind und sagen, wenn die ganzen Leute, die jungen Leute sagen, das mit dem Urheberrecht ist irgendwie komisch und passt nicht für deren Lebenswandel, wie die das Internet kennen, dann finde ich das auch komisch. Und da muss man natürlich, glaube ich, schon differenzieren. Und ich glaube, dass das Ausscheiden von einer Wahl ist halt immer schon ein sehr heftiges Mittel in der Demokratie, weil wir halt eigentlich das Prinzip haben, es sollte jeder wählen. Und das natürlich nach unten hin irgendwo, bis man eine politische Entscheidung treffen kann, begrenzt ist. Aber ab dann fragen wir halt eigentlich nicht, kann derjenige das noch, hat er sich informiert, kann er die Entscheidung gut treffen. Also glaube ich eher, ist eher unrealistisch, dass das kommen wird. Okay, eine Zwischenfrage auch noch zum Alter, weil wir hatten auch da die Schule angesprochen, du hattest gesagt ab 16 vielleicht und dann in den Schulen mehr, weil Timmy, der Stefan aus dem Discord fragt nämlich zum Thema Alter, weil man müsste das dann auch in der Schule das Thema verstärken. Wenn ich damals an meinen Politikunterricht denke, muss ich sagen, uff. Ja, schreibt er eben. Ja. Wie denkst du darüber? Sollte man das wirklich dann verstärken oder auch abgesehen, wenn man das nicht setzt, das Alter ab 16, trotzdem mehr behandeln in der Schule? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Demokratie ist das Wichtigste, was wir sozusagen irgendwie haben als Staatsform auch. Und das muss natürlich in der Schule eine Riesenrolle spielen. Und ich habe immer so das Gefühl, also auch mein Vorschlag, der Politikunterricht leidet häufig auch daran, dass wir natürlich überparteiisch sein müssen im Politikunterricht. Und dann machen die Lehrer irgendwie so, ne, ihr kennt auch alle diese komischen Schaubilder, ne, so wird der Bundestag gewählt und so, ist nicht so richtig sexy, weil kommt eigentlich auch nicht so richtig an, was ist Politik eigentlich? Und deswegen, ich plädiere immer dafür, wenn man es überparteilich macht, kann man ja Politiker einladen. Ne? Also ich kann eine Podiumsdiskussion machen. Ich würde dafür übrigens plädieren, die Jugendorganisation der Parteien einzuladen, damit man auch da junge Leute hat, mit dem man diskutieren kann. Und dann gibt es ganz spannende Formate, World Café Formate, die ich im Moment mache, viel in Schulen jetzt, wo wir nicht die klassische Podiumsdiskussion haben, alle Politiker sagen, wie schlecht sie sind und was sie gegenseitig anders
sehen, sondern dann gehe ich halt sozusagen rum an Tische, wo mir Schüler direkt Fragen stellen können. Solche Sachen würde ich viel stärker noch machen. Oder was jetzt super auch so ein bisschen im also gerade bei Europawahlen so ein bisschen hyper, so eine Art Simulation des Europaparlaments, ne, dass ich selber sozusagen mal für 2-3 Tage Abgeordneter sein kann und so eine Art Planspiel mitmache und dann vielleicht besser verstehe, ach so funktioniert das. Und ich glaube, über solche Dinge müssten wir stärker nachdenken. Es gibt jetzt auch, glaube ich, von irgendeiner Stiftung, der Bertelsmann-Stiftung oder so, die haben sogar mal so eine Art Politikspiel entwickelt als Computerspiel. Mhm. Warum nicht? Ja, also wir müssen ja nicht Politik auch immer so mega langweilig und staatstragend und so präsentieren, sondern eigentlich ist es total spannend, weil es geht um unser Leben. Ne? Wir haben das jetzt gerade bei der Urheberrechtsdiskussion gemerkt. Das kann ganz, 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 ganz konkret kann Politik euer Leben betreffen und eigentlich in fast allen Fragen. Und deswegen sollten sich da Menschen so viel für interessieren wie möglich. Und dann muss man gucken, wie macht man eigentlich die Formate so, dass sich so viele Leute wie möglich dafür auch interessieren können. Ja. Bevor wir vielleicht gleich nochmal kurz, du hast das nämlich gerade gesagt, Europawahlen, bevor wir vielleicht in der nächsten Frage darüber sprechen, wie man genau in einer Europawahl wählen kann, habe ich noch eine Frage jetzt zum deutschen System. Also wir haben viel erfahren auf jeden Fall. Es gibt Perioden von 4 bis 5 Jahren. Kommunal sind es mal 4 mal 5. Auf Bundesebene sind es aktuell noch 4, aber ich glaube, Politiker fordern irgendwie 5, ja. Also das habe ich das gehört. Kannst du vielleicht den Zuschauern am Ende noch was zur deutschen Wahl Erst- und Zweitstimme erklären? Ja, das ist ja immer das Schwierige, was man dann so im Abi-Test irgendwie noch so erklären muss oder so. Aber eigentlich ist es, ich glaube, also wenn man es einmal verstanden hat, ist es, glaube ich, relativ einfach. Man hat die Erststimme, wo man einen Kandidaten im Wahlkreis wählt. Wir haben Wahlkreise über ganz Deutschland verteilt, wo dann eure Stadt und ein paar andere Städte noch sind. Und dort wird ein Kandidat gewählt. Und zwar direkt. Derjenige, der die meisten Stimmen hat, ist direkt gewählt in den Deutschen Bundestag. Ungefähr die Hälfte der Mandate werden so vergeben. Und dann gibt es die Zweitstimme. Da wähle ich die Partei sozusagen. Und das Ergebnis, ihr kennt dann die Umfragen, das prozentuale Ergebnis, was dabei herauskommt, das muss dann im Bundestag hinterher sozusagen abgebildet sein. So funktioniert es einfach. Das heißt, die Erststimme ist sozusagen so, wo man so seinen persönlichen Kandidaten aus dem Wahlkreis wählen kann, seinen persönlichen Abgeordneten. Finde ich übrigens auch ein gutes System, weil der persönliche Abgeordnete, der müsste sich natürlich auch sehr um diesen Wahlkreis kümmern. Also ist da sehr nah dran. Und mit der Zweitstimme wähle ich dann sozusagen die Liste der Partei, wo dann noch andere Kandidaten sozusagen von anderen Parteien einziehen. Okay, es gibt so einen Satz, den hört man immer wieder in der Öffentlichkeit. Kannst du den so ein bisschen erklären? Die Menschen sagen immer, geh wählen, weil wenn du nicht wählen gehst, geht deine Stimme zum Stärksten. Ja, zum Stärksten oder sie geht insgesamt halt einfach, also zu anderen. Ja, also wenn du nicht wählen gehst, dann ist ja nicht so, also es bleibt, wenn ihr nicht wählen geht, nicht irgendwas frei im Deutschen Bundestag an Sitzplätzen. Ne? So, das heißt, im Prinzip, natürlich sind es irgendwie, wir haben 80 Millionen Bürger, das heißt, natürlich ist sozusagen der Einfluss vielleicht der einzelnen Stimme vielleicht vermeintlich klein, aber ich kann den eben deutlich machen und wenn ich den nicht deutlich mache, dann machen andere ihren Einfluss deutlich. Wenn ich das in der Familie mal, wenn man es mal runterrechnen würde, irgendwie in der Familie, ich keine Ahnung, Mama, Papa, Schwester, ihr würdet nicht wählen gehen oder ihr entscheidet nicht mit, dann hat natürlich der, ne, sozusagen hat dann deine Schwester einen größeren Einfluss, als wenn du mitentscheidest. So. Und so ist es in der Politik im Großen dann natürlich auch, weil dann viele nicht wählen gehen, dann spielen deren Stimmen nicht eine Rolle. Andere haben dann noch eine klare Rolle, zum Beispiel rechte Parteien, die AfD beispielsweise, diese Wähler werden da wahrscheinlich hingehen. Ja? Und wenn viele andere einfach sagen, ist mir egal, dann spielen halt sozusagen, werden die anderen Stimmen mehr gehört. Ja, Moritz, wir hatten das schon in den letzten politischen Sendungen. Es kommt noch eine Frage, auch diesbezüglich angeschnitten, aber ich habe das gerade auch im Chat gelesen, es passt gerade so gut. Manche sagen, ja, dann gehe ich halt wählen, aber mach ungültig und dann passt das auch. Ist das so oder wie? Was passiert genau, wenn man ungültig den Wahlzettel ankreuzt?
Das hilft halt leider auch nicht, weil dafür bleiben auch keine Sitzplätze frei, ne? Also es gibt dann nicht die ungültigen oder so. Ich weiß, es gibt dann irgendwie Leute, die unten nochmal die Unbestechlichen draufschreiben und das dann ankreuzen oder wie auch immer, solche Leute. Aber also wirklich helfen tut das auch nicht, weil die Stimme wird einfach ungültig gewählt. Also ich bin dann zwar zur Wahl gegangen, habe ungültig gemacht, ändert aber am Wahlergebnis gar nichts. Also es gibt da nicht die Partei der Ungültigen, die dann einzieht in den Deutschen Bundestag. Ich kann ja gut verstehen, wenn jemand sagt, es gibt überhaupt keine Partei, die ich voll unterstützen kann. Kann ich ja auch gut nachvollziehen. Übrigens, ich bin auch nicht immer 100% mit allem zufrieden, was die FDP macht. Ja? Das ist aber Demokratie, es ist immer ein Kompromiss. Wenn ich eine Partei wollte, die 100% genau nur meine Ideen, meine Positionen vertreten würde, dann müsste ich diese Partei selber gründen und das einzige Mitglied bleiben. Weil sonst schon, also schon wenn wir drei eine Partei zusammen gründen würden, ich weiß es auch nicht, ob wir politisch grundsätzlich gleich ticken würden, weiß ich, aber selbst wenn, nehmen wir mal an, wir ticken sehr ähnlich politisch, wir hätten dann doch an gewissen Fragen, wären wir nicht einig. Und deswegen muss ich immer so einen gewissen Kompromiss finden, vielleicht 80% oder so der Themen. Oder ich sage, ich will vielleicht, mir sind vielleicht nur fünf Themen ganz, ganz besonders wichtig. Und dann muss ich mich halt vorher informieren, wie stehen die Parteien dazu und die wählen die, wo genau die wichtigen Positionen sind. Oder ich muss sagen, wir müssen mit Freunden zusammen sagen, das passt uns alles nicht, wir gründen eine neue Partei und versuchen damit erfolgreich zu sein. Das ist ja alles möglich. Aber ich glaube, also nicht wählen gehen oder ungültig machen, hilft nicht so richtig, weiter, weil im Prinzip werden dann andere, die Entscheidung treffen. Bill Clinton hat mal gesagt, Democracy is decided by those who show up. Also die hingehen, die mitmachen, in der Demokratie. Und Kurs, ja. das kann man halt so sagen, ja. Aber Moritz, warum gibt's dann das, warum kann man dann ungültig stimmen, wenn es genauso gut ist, wenn man gar nicht wählen geht, quasi? Ja gut, also das kann man machen, weil was man dann zum Beispiel in der Wahlurne macht, kann ja wieder keiner kontrollieren. Also wenn ich hingehe, also ich muss ja hingehen, zum Beispiel bei der Bundestagswahl haben wir gerade gesprochen, Erst- und Zweitstimme, also ich kann einmal ankreuzen Erststimme, einmal ankreuzen Zweitstimme. Wenn ich jetzt alles ankreuze, wie sollen die das wählen? Wie sollen die das sozusagen hinterher Werten, einschätzen? ja. Aber sie können natürlich auch vorher nicht sagen, sie haben da ungültig gewählt, weil das mache ich ja eben alleine in der Wahlurne. Deswegen ist das einfach ungültig. Also wenn jemand nicht richtig wählt, sozusagen, also nicht richtig in dem Sinne, dass er anständig das ankreuzt, die Parteien, die auf dem Wahlzettel da sind, dann kann man das hinterher nur als ungültig wählen. Aber ne, wie Und soll das man hat das den, machen? Moritz, und das hat den gleichen Wert wie wenn ich nicht wählen gehe? Genau. Also der Bundestag bleibt nicht frei deswegen dann, ne? Ja. Also das sehen wir mal, dann habe ich wenigstens, also wenn man das machen will, so, also man kann ja, es ist ja auch das gute Recht von mir, nicht wählen zu gehen, ne? Also wenn jemand sagt, hey, das ist mir eigentlich total egal, so, ich interessiere mich nicht dafür, so, ist auch dein gutes Recht, ne? Du hast das Recht, du musst nicht. Es gibt übrigens auch Länder, wo es eine Wahlpflicht gibt, wo die Leute wählen gehen müssen. Finde ich auch schwierig, weil manche Leute sagen auch einfach, nee, ich bin eigentlich, mir ist das eigentlich ziemlich egal, ich bin zufrieden, lasst mich weg mit dem. Darf man auch machen. Ich darf auch hingehen und es ungültig machen. Aber dass ich dann denke, oh, jetzt habe ich ungültig gewählt, das trifft irgendwie irgendeine von den etablierten Parteien, ist halt nicht so, weil Also, es bleibt nicht sozusagen der Sitzplatz frei, wo die Ungültigen gewählt haben. Ne? wenn man sich die Mühe macht und schon zum Wahllokal geht, dann sollte man auch richtig wählen, ja, Genau. sage ich jetzt mal so pauschal und nicht irgendwie da, keine Ahnung, alles ankreuzen oder ungültig wählen. Weil ich glaube, dass tatsächlich, das ist ein Mythos in Deutschland teilweise, auch bei der Absolut. jungen Generation. Ja, wenn ich Ja. ungültig wähle, dann schadet das da oben, der CDU, Das stimmt. der SPD oder wen auch immer, ja. Wir haben es oft im Chat Falsch, ja. gelesen, Moritz, dass Leute gesagt haben, bevor ihr gar nicht wählen geht, geht wenigstens ungültig wählen, dann tut es den großen weh. Und
und das haben wir immer. Das ist auch ein Grund, warum es zu dieser Sendung heute gekommen ist, Wahlen, weil wir das sehr oft gelesen haben, ja. Nee, ich würde sagen, Moritz, wir schalten einmal in die Werbung und lassen die schöne Fahrstuhlmusik laufen. Bevor wir das aber tun, Daniel, würde ich nochmal darauf hinweisen, Ausrufezeichen Moritz, haben wir nämlich einen schönen Chatbefehl. Wenn ihr dem Moritz seine Meinung cool findet, wie gesagt, informiert euch, da kriegt ihr die speziellen Links zu Twitter, zu Social Media. Lasst ihm auch ein Follow da, wenn ihr das gut findet. Und wenn ihr noch Fragen habt, weil wir haben einige Fragen schon eingebaut, Ausrufezeichen Fragen in den Chat und dann könnt ihr die im Discord stellen und wir versuchen die, wenn die immer passen, einzubauen. Aber wir haben noch hier ein Pamphlet von Fragen selbst, ja. Ich würde sagen, wir gehen nach der Werbung auch dann straight Richtung Europa und Europawahlen, ja. Wir hatten noch so ein bisschen was vorbereitet über Bundeskanzler, Bundespräsident, aber wichtig ist das Thema Wahlen. Ich denke deswegen auch. Bleiben wir dabei und sehen uns nach der Werbung wieder mit dem Wahlsystem in Europa. Mit Moritz Körner. Bis gleich.